Wofür sind diese Abschnitte? Wenn nicht, um dass man so noch irgendwas machen kann. Das sieht jetzt aus nach Männerschuhen. Tür. Okay, wo will ich rauskommen? Zerrissene Vorhänge. Okay. Keine Sachen mitnehmen. Okay. Mache ich das? Das heißt zum Schäfchen zählen. Das ist eine Schäfchenzählsache. Macht die Geräusche nicht tatsächlich. Hier wird aus einem Menschen irgendwas Komisches. Das ist noch irgendein Kind und jemand, der ihn kitzelt, sie kitzelt. Darf nicht aufstehen. Aufmachen, ich will noch weitergehen. Noch. Ist da wieder irgendwas? Sieht aus wie irgendein Haus, das renoviert wird oder so, renoviert werden sollte oder so. Ist aber nix. Eine alte kaputte Sache. Da ich da nicht reinkomme, denke ich, muss ich hier vorne reingehen, damit ich schon wohl wieder rauskomme. Boah, sieht das hier eklig aus. Das ist eine andere Variante von dem Schallplatte. No. Das ist eine schlechte Variante von dem Guten Nacht-Ding. Boah.
Dann muss man den Sachen, die da hinten sind, mir Wege bauen, um da reinzukommen. Beispiel, die ich hier davor lege. Da bin ich drauf. Schade. Ich kann das benutzen, um irgendwie einen Weg zu bauen. Dich aber nehmen, um den Weg zu bauen. Wie darf ich nicht da drauf? Darf ich direkt hier rein, ohne dass ich was mache? Weiß ich nur ein Bilder, okay. Sieht aus wie ein Mann, der versucht, eine Frau zu trösten, die gerade verrückt wird. Und eine Frau, die irgendein kleines Kind anschreit, ankeift. Das sieht aus wie ein Kind, das sich allein gelassen fühlt. Hier komme ich nicht rein. Einfach nur dunkel aus. Ich hätte es gerne erkundet. Weil es scheint mir irgendwie eine Geschichte zu erzählen. Wo nicht? Einfach Honig. Links oder rechts? Ah, ne, ist wieder ein Bild, wo ich durchgehen kann, wahrscheinlich. Hier ist einfach nur ein großes, böses Etwas. Okay, fallen ist nicht so gut, dann mache ich laut. Ball. Globus, und das ist auch irgendein Vieh und jemand Trauriges mit einem Brief. Das ist wie ein Bild von der Mutter. Aber er hat einen Bart. Ich verstehe das ganze Spiel, glaube ich, noch nicht. Wie gesagt, die Geschichte noch nicht. Hier geht's nicht durch, offensichtlicherweise. Halt hier lang. Mäntel hier. Das sieht aus nach mehr Leuten. Kind. Gerichtsverhandlung. Eventuell. Noch ein Kind. Bin ich ganz sicher. Ist echt schwierig, das zu interpretieren. Das wäre irgendwas zum Aufheben, aber das ist einfach nur hier Flecken. Umzugskisten überall. Als ob man halt ausgezogen wäre.
Ein bisschen Spielzeug. Ich glaube, ich muss mal kurz in die Belegung gucken. Objekt werfen. E. Sowas rein, irgendwas. Ah. Oh, den kann ich nicht nehmen, okay. Den krieg ich nicht so weit geworfen. Logisch, bin ja ein Zweijähriger. Du kommst hier nicht rein. Mach da nicht auf. Mach da nicht auf. Ich will meinen Teddy in der Hand haben. Jetzt. Da ist ein Stern. Ja, wenn ich mich ansehe von dem da, okay. Hier komme ich aber gar nicht hin. Hätte ich noch gebraucht? Irgendwie hätte ich was aufmachen müssen, dass das durchgeht. Wenn ich dann da rüber komme. Das wäre doof, da müsste ich jetzt auch noch alles zurücklaufen. Wieder Traurigkeit spielt irgendwie eine wichtige Rolle in der Thematik des Spiels. Jetzt geht's durch, okay. Sieht der gleiche Raum. Der sieht nur sehr ähnlich aus, glaube ich. So, hier hoch hatten wir ja schon. Schäfchen zählen. Sieht aus wie ein kleines Kino oder sowas.
Würde sie jemand erbrechen oder so? So grün aus dem Hals raus. Komisch. Wow. Das ist irgendwie das Kind unterm Tisch und das irgendein böses Viech oben drüber. Und ich weiß auch die ganze Aufstellung nicht mehr. Ein Pelle runtergefallen. Hier kann ich nicht einfach so hoch. Hier brauche ich irgendwie Hilfe. Brauche ich irgendwas. Das ist der Stern, den ich haben will. Das ist wieder in der Küche, wo wir vorhin waren. Ich will hier rein, oder will ich hier rein? Ich will nicht mehr in die Küche rein. Teddy, das macht mir Angst. Jetzt steht ja alles normal. Das Ass ist wieder da. Jetzt wieder das Thema. Hier ist ein Bild vom Vater. Das Bild ist zerrissen worden. Also er ist blau und sie ist sozusagen rosa, wenn irgendwo Farben auftauchen. Und sie hat auch wieder das Kind angebrüllt. Dann ist irgendwie das Kind von ihr. Das Kind ist im Haus und sie nicht. Sie ist irgendwie traurig. Geht es um Depressionen? Da war jemand. Oder was? Oder wer? Auf jeden Fall noch ein größeres Kind. Es gibt hier Fahrräder, die nicht von mir sein können. Das ist doch das, wo ich vorhin war, nur ein viel, viel kleiner. Das versteht mal einer. Ich bin nicht so gut, ich hier durchkomme, tatsächlich. Hier komme ich auch nicht durch. Wo komme ich hier weiter? Oh, ich sehe gerade. Ich bin nur noch ein Gesicht in einer wilden Schwärze. Moment, ich mache mal kurz hinter mir das Licht an ein bisschen. Da wird zumindest mit der Zeit ein bisschen Licht hinter mir sein. Ist ja schon dunkel genug das Spiel, muss ja nicht ich noch so komplett dunkel sein. Nee. Scheint hier nicht weiterzugehen. Runterspringen haben wir vorhin gemerkt, soll man nicht als Kind. Dann geben wir lauter von uns, dann kommt das böse Viech.
Da ist irgendjemand eingesperrt. Da ist ein Kind in so einem Gitter eingesperrt und ein. Der Mann? Wenn Blau der Mann ist, hat sich der Mann betrunken am Kühlschrank. Das ist eine ganz schön fiese Geschichte. Und Bücher spielen irgendwie eine Rolle. Ich weiß nicht, in welcher Form. Ich. Mir ist Zuflucht, glaube ich. Okay, hier komme ich nicht rein. Da darf ich nicht aufmachen. Ich muss da rein. Ich weiß nicht, wo es hier weitergehen soll. Da kann ich nichts aufmachen. Da komme ich auch nicht ran. Achso, hier kann ich durch. Ach lol, ich bin auch blind. Ein bisschen auf, dass wir nicht nochmal laut machen, wie das böse Monster anlocken. Shit. Auf jeden Fall irgendein Viech, wo jemand sich viel kleiner gegenüber fühlt. Und wenn Rot die Frau ist und die Frau zum Mann nach Hause, um ihn zu trösten anscheinend oder sowas. Nee, der hat einen Müllsack, die zieht aus. Wenn der andere heulen und besoffen am Boden ist. Aha. Okay. Ein leerer Stuhl. Der umfällt. Den Respekt. Mit. Einfach nur ein leerer Raum mit einem leeren Stuhl. Komisch. Hier läuft so eiskalt den Rücken runter. Könnt ihr euch gerade nicht vorstellen. Wollte ich nicht. Knapp. Das war ganz schön knapp. Tasche sind hier kaputt gegangen. Huch, hier ist zu schnell geworden.
knapp. Das wäre einfach nur Vorrat. Okay. Wo sind das versteckte... versteckte Alkoholvorräte immer? Ich habe es noch nicht verstanden. Jetzt wieder der Vater, okay. Das kriege ich nicht auf, okay. Komische Lampen hier. Hm. Weg jetzt gefunden, der weitergeht direkt. Sieht so aus. Dass hier irgendwo hingeht. Traurigkeit. Will ich jetzt hier runterhüpfen? Ich glaube eigentlich nicht. Das sind doch zwei unterschiedliche Kinder oder sowas, die hier zu sehen sind. Ein junges und ein älteres Alter. Die haben das aber auch mit dem Platzieren von dem Shit. Oh. Geht's denn hier hin? Ach so, ja, sehr gut. Bin ich hier gerade durch den Bereich gelaufen, den ich schon erkundet habe, den ich erkunden konnte. Bin ich jetzt nur hier durchgelaufen, okay. Einmal ein Stück zurückgelaufen. Das ist ein Stift und Seife. Muss ich wohl doch da runterhüpfen. Ich mag aber nicht runterhüpfen. Kann ich runterkriechen? Weniger Geräusche? Ich bin Stern, ne? Genau, ich muss hier hin zurück, weil ich den Stern hatte. Okay, hier ist die Erinnerung. Elephants are my favorite animal. They have big ears and a long trunk. You're my favorite. Kann ich da rankommen? Jetzt muss hier was aufmachen, da hochzuklettern. Das ist der rosa Elefant, den wir vorhin hatten. We got the final memory. Let's hurry. Ah, wohin? Ah, da. Okay. Ein böses Etwas, was ich über ein Kind beuge, was in einem Bett liegt oder sowas? Die Mutter ist tatsächlich böse hier in dem Fall. Hat die Mutter den Mann traurig gemacht und ihn dann verlassen?
Oh. Wer bist du denn? Wer bist du denn? Nein! War ich zu langsam? Darf ich mich nicht umdrehen? Muss ich woanders hingehen? Ist das nicht die richtige Richtung? Sieht aus wie überall Flaschen im ganzen Haus. Ist komplett leer. Muss man denn hier rein, oder? Wir schneller laufen, kann das sein? Schnell, 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 schnell! Ich kann absolut nicht geschafft, oder? Mein Teddy! 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 Nein, Teddy! Lass Teddy los, du bist ein Ski! Nein, Teddy! Teddy. Ist doch gemein. Toll. Teddy, brauchst du dein Licht? Not now. Lass die Mutter. Sie trinkt. Die Mutter hat blau angehabt. Stimmt, sie trinkt und wird deswegen zu so einem unleidlichen Wesen. Okay. Und der Vater hat sie uns dann verlassen? Jumpscare? Wegnehmen. Der Vater wollte uns sozusagen retten vor einer alkoholisierten Mutter oder alkoholischen Mutter. Die Tussi rein. I'm going to be very angry. None of us want that. Schönes Licht. Ich will Teddy wieder haben. Teddy. Das Spielzeughaus. Das ist das Spielzeughaus im Heizkeller. Wo wir unsere guten Erinnerungen mit unserer Mutter aufbewahren. Ich will Teddy da rein tun. Ich darf Teddy nicht da rein tun. Ich darf nur den rosa Elefanten da rein tun. Wie sieht er raus? Nee, raus geht gar nicht. Ich muss das zumachen. Jo.
Aber jetzt können wir nicht beides gleichzeitig drücken. Und hier zwei Knöpfe und ich kann nicht beide gleichzeitig drücken. Oh, Teddy. Teddy, das ist gemein. Teddy und Kuscheltiere greift man nicht an, ja? Die sind heilige, unter heiligem Schutz für alle Kinder. Macht man einfach nicht. Kuscheltiere und was Besonderes. Da sind die Erinnerungsstücke. Können die anheben, aber sonst nicht. Das sind die Erinnerungsstücke, die wir gerade hatten. Die haben ja auch gesehen, den Frosch. Sind wir jetzt hier in der echten Welt? Geht das jetzt wieder hier mit dem Tschuff-Tschuff? Nee, die Tschuff-Tschuff geht immer noch nicht. Hier noch den Mond. Bestimmt finde ich auch irgendwo die Sonne. Da ist der Stern. Umzugskartons. Das Puzzle. Das wir gelöst haben. Habe ich hier noch irgendwas übersehen? So eine Klamotten, die hier rumliegen. Da komme ich nicht hoch, okay. Komme ich hier irgendeine andere Tür eigentlich rein? Sieht nicht so aus. Das ist einer von den Schlüsseln, die wir genommen haben. Um hier rauszukommen, oder was? Wird es dunkler. Viel dunkler. Noch ein Puzzlestück. Das ist das Puzzle selber. Ich will meinen Teddy wieder haben. Sie trinkt. Der Teddy. Mein Teddy. Mama, was ist los? Der stärkste Zweijährige der Welt. Mama, was ist los? Was hast du mit meinem Teddy gemacht? Warum hast du meinen Teddy? Stay away from me. Hey, was ist los? I'm fine. I never meant to. It's too much. Hat jemand geklopft, Mama? Wer ist das? Hi, little one. Come here. Wo ist der Vater? Did you like your gift? What happened to his arm? We'll fix him up.
Schönes Spiel. Sehr traurig, aber wirklich schön. Die Sidos habe ich gar nichts gehört. Weiß nicht. Ich dachte, das ist sogar noch eine schlimmere Geschichte, ja. Auf jeden Fall war einfach eine Mutter, die getrunken hat und deswegen sich nicht mehr unter Kontrolle hatte und ihr Kind angefahren hat. Das Baby ist nicht auf Alkohol sozusagen gewesen. Und dann halt die Mutter. Und der Vater hat das Kind sogar noch versucht auszuholen. Und da gab es wohl eine Gerichtsauseinandersetzung und sie hat gesagt, der Vater soll das Kind nie wegnehmen. Obwohl sie halt eindeutig überfordert war mit dem Kind. Und er hat uns einen Teddy geschenkt. Der uns sozusagen beigestanden hat. Zu erkunden. Hm.